Wurde Nord Stream 2 nicht mit Sprengstoff, sondern mit einem thermonuklearen Sprengsatz in die Luft gejagt? Das ist die These von Professor Hans-Benjamin Braun, der unser Gast in diesem Interview ist. Guten Tag, Herr Professor Braun, und fangen wir gleich an. Wie sieht denn eigentlich sowas aus, wenn ein thermonuklearer Sprengsatz, ein Mini-Nuke allerdings, also ein Sprengsatz mit einer geringen, Sprengkraft, wenn man vergleicht, Hiroshima hatte 13 Kilotonnen, diese Sprengsätze sind in dem Bereich, für den wir jetzt reden, zwischen 1 und 3 Kilotonnen. Sie haben ein Video dazu, vielleicht erläutern Sie uns kurz, was in dem Video so zu sehen ist. Wir lassen es laufen dabei. Okay, also im Video sieht man zuerst die ruhige Meeresoberfläche und dann wird in circa 250 Meter Tiefe wird dieser Sprengsatz gezündet. Das ist 150 Meter Tiefe, das ist ungefähr doppelt so tief wie im Fall der Nord Stream. Und da sieht man dann, dass dieser Dome aufsteigt aus Aerosolen. Und der Durchmesser ist ungefähr 250, 300 Meter. Man sieht dann auch, dass sich später dann dass sich in eine Wolke verwandelt. Und einiges später sieht man, dass diese Wolke, die zu Beginn in der Nähe der Meeresoberfläche ist, dass sie sich dann mehr oder weniger auflöst in die ohnehin vorhandene Bewölkung. Das also an der Oberfläche so ungefähr hätte das ausgesehen in Nord Stream 2. Wir kennen ja diese Bilder von dem hochblubbernden Methan, ja, das wäre dem vorausgegangen, wenn Ihre These richtig ist. Dann gehen wir vielleicht gleich rein. Also das heißt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu behaupten? Es ist ja nicht ganz unerheblich oder nicht ganz, gibt ja den schönen Lehrsatz, große Behauptungen brauchen große Beweise. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Also es war nicht so, dass ich eine These hatte, sondern ich bin zunächst auf Presseberichte gestoßen, die nicht sehr viel Sinn machten. Die Dinge waren nicht konsistent. Die Pipeline ist auch, muss man sich vor Augen halten, 2 Zentimeter Stahl dick, Beton umrandet. Man kann das mit Schneidladungen zerstören. Die wären so 100, 200 Kilogramm realistisch. Aber der Schaden, der an der Pipeline war sehr viel größer als das, was man in einer solchen Schneidladung, in einem quasi chirurgischen Eingriff hätte machen können. Dazu gab es auch ein Interview von Herrn Professor Rieck mit Herrn Pörschmann. Und sie haben sich ausgelassen, einfach, dass die Presseberichte auch nicht konsistent waren und haben ihrem Unbehagen Ausdruck verliehen. Aber ganz unabhängig war ich interessiert, weil ich von den seismischen Daten wusste und ich wusste, dass seismische Daten eigentlich das Werkzeug sind, um nukleare Explosionen zu verifizieren. Und dann habe ich die Daten gesammelt. Ich war erstaunt, dass in den ersten Presseberichten, die es gab, die gehen zurück auf NORSAR. NORSAR ist ein Joint Venture zwischen Norwegen und den USA, und zwar Los Alamos Lab. Los Alamos Lab ist bekannt dafür, dass es das Manhattan-Projekt beherbergte. Und das wurde 1968 gegründet als Joint Venture zwischen USA und Norwegen. Und in diesem Pressebericht ist es sehr bemerkenswert, dass die Seismogramme, die ja wichtig sind, um die Magnitude des Erdbebens zu bestimmen, dass die Achse einfach ohne Einheiten war. Ja? Also wie man doch sieht in der Grafik, es gibt keine Einheiten. Ja? Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich, muss man dazu sagen. Ja. Also üblicherweise werden die Einheiten mit angegeben und die Frage, warum nicht? Und das die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt, um das einzuwerfen, ist, dass man nicht die Stärke der Explosion damit kundtun wollte. Und das genau haben sie untersucht. Ja, und dann habe ich bemerkt, dass im Erdbebenregister wurde das Event eingetragen als
Im Gegensatz zu NORSAR, die haben das als Magnitude 2,3 klassifiziert, 2,1 bis 2,3. Und im Erdbebenregister von Geofon ist es registriert als 3,1. Also das ist eine seismische Magnitude größer. Und wenn man das zurückrechnet auf Sprengsätze, dann ist das mehr als eine Größenordnung mehr. Also NORSAR hat geschätzt 500 Kilogramm, also da wäre man schon bei 5 Tonnen. Was natürlich Fragen aufgeworfen hätte. Denn wenn man die ganze Pipeline mit ein paar hundert Kilogramm zerlegen kann, wieso nimmt man dann 5 Tonnen? Aber das wurde vermieden mit diesen ersten Presseberichten. Und das hat natürlich das mein Unbehagen als Wissenschaftler geweckt. Und ich habe dann die seismischen Daten, die nicht nur westlich des Explosionsortes publiziert wurden, und das ist war der Fall in allen Presseberichten, einfach abgeschnitten, oder die Linie durch den Explosionsort westwärts wurde berücksichtigt, ostwärts nicht. Und ich sammelte dann alle Daten, die man, die erhältlich waren. Nicht alle sind zugänglich, insbesondere viele in Südschweden sind nicht zugänglich, die, die am nächsten beim Explosionsort liegen. Allerdings Seismogramme in Bornholm, Dänemark, das ist unter dänischer Hoheit, die konnte man erhalten. Und dann habe ich mehr, also 10, 20 Stationen untersucht. Und ich kam dann zum Schluss, dass die klarsten Signale, die sah man dann in Bornholm und nahe bei Turku. Und Turku ist 700, Finnland, das ist 700 Kilometer entfernt. Also wiederum mit 250 Kilogramm TNT kann man nicht ein so klares seismisches Signal generieren in Turku. Was bemerkenswert ist, ist das, was wir nachher vielleicht sehen in der Grafik. Turku ist via ein direkter Pfad übers Meer verbunden mit dem Explosionsort. Also wenn man ein bisschen... vielleicht gehen wir da rein. Ne? Das ist, glaube ich, die Grafik 9 können wir nehmen. Da werden wir jetzt drüber reden. Das sind die seismischen Signale von Nord Stream und auch Nordkorea. Da ist auch eine Karte dabei. Ja? Oder richtig, richtig. Mhm. Also links sieht man das Seismogramm in Bornholm und die drei verschiedenen Zeilen, das sind die drei verschiedenen Richtungen. Also man kann Seismogramme, wenn das ein State-of-the-Art-Spektrometer ist, dann werden die drei Richtungen werden bestimmt, oder? Also nach oben, nordwärts und ostwärts. Und das sieht man dort. Das gleiche in Turku, diese Station RAF. Und als Vergleich ein nordkoreanisches Nuklear-Event im Abstand von 300 Kilometern. Nochmals, dass die Station in Turku ist 700 Kilometer entfernt vom Explosionsort und Bornholm 70 Kilometer. Und wenn man jetzt schaut, dann liegt der nordkoreanische Test, den könnte man auch dazwischen legen, zwischen diesen beiden Seismogrammen, und man würde nicht einmal merken, dass es etwas anderes ist. Also, was sind die Kennzeichen jetzt einer nuklearen Explosion gegenüber einer konventionellen Unterwasserexplosion oder einem Erdbeben? A, diese Seismogramme sind isotrop in allen Richtungen, wie wir gesehen haben, sind sie gleich. Und dazu ist der Onset, diese Primary Wave, das ist das stärkste Signal überhaupt. Und also der erste Zacken auf der Grafik. Wenn man ganz links hingeht, der erste Zacken. Ja. Richtig, richtig. Und diese Amplitude, die ist die größte. Und die ist die größte in Bornholm und die ist auch die größte im nordkoreanischen Event. Und das ist eine ganz klare Signatur. Also bei Sprengstoffexplosionen sehe das anders aus? Ja, bei konventionellen Sprengstoffexplosionen wie bei Erdbeben ist der Onset ist schwächer und dann erst kommt die große Amplitude. Aha. Und hier ganz klar bei beiden Stationen, oder zuerst der große Big Bang und dann das Kleine.
Und das heißt schon von dieser semi-qualitativen Analyse sieht man, dass der Verdacht nahe liegt, dass es eine nukleare Explosion ist. Oder? Und von da an, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, also jetzt brauchen wir mehr Beweise. Ja? Wenn ich kurz rein darf, also eigentlich diese seismischen Daten sollten einem Fachmann bereits sagen, dass hier was nicht stimmt mit der Sprengstoffexplosion. Also jemand, der sich auskennt, der seismische Daten von Nuklearexplosionen, müsste dann sagen, was ist denn das? Warum sieht das denn aus wie eine Nuklearexplosion und nicht wie Sprengstoff? Es ist interessant, NOSA hat auch ein Seismogramm veröffentlicht, das eben nicht so aussieht. Und das ist, wenn wir auf der Karte schauen, auf der Lee-Seite der Explosion. Das heißt, einerseits werden vom Explosionsort gehen Schockwellen aus. Und wie wir von der Küstenform gesehen haben, jetzt in der Mitte unten, sieht man, dass die Küstenlinie der südschwedischen Küste hat diese elliptische Form wie ein Spiegel. Und das ist nochmals ausgeprägter zu sehen ganz rechts. Die rote Linie stellt das Gleiche dar wie die rote Linie in der mittleren Karte. Und dieser Kessel, der hat die Eigenschaft, und der Explosionsort ist genau im symmetrischen, also genau in der Mitte. Das heißt, die Küstenlinie agiert als Fokussierungsdevice für die Schockwellen. Die Schockwellen werden reflektiert, generieren einen sekundären Fokus und dieser Fokus emittiert dann weitgehend in diesen Unterwasserkanyon, den man dort sieht, und die resultierende Schockwelle geht direkt auf die Küste in Kaliningrad los, die sehr steil ist. Ja. Also dann geht die Schockwelle fast vertikal auf die Küste und das bewirkt dann, dass sie einerseits reflektiert wird, andererseits wird Impuls übertragen in das Erdreich und das gibt dann Anlass zu den seismischen Response, den man ganz rechts sieht jetzt in dieser Grafik. Und um zu sehen, wie effektiv dieses Setup ist, in Bornholm oben, das ist ein Seismogramm, wenn Sie die Einheiten anschauen, dann sehen Sie, dass sie 10-mal weniger sind als das entsprechende Seismogramm in Suwalki. Das ist ganz rechts. Also wenn man das skalenmäßig ebenbürtig auftragen würde, dann würde das Suwalki-Diagramm, müsste man um einen Faktor 10 auseinanderziehen. Das ist viel, viel riesiger als in Bornholm. Das heißt, obwohl Suwalki 500 Kilometer weg ist vom Explosionsort, war der Seismic Response 10-mal größer in absoluten Einheiten als im benachbarten Bornholm. Und das erklärt auch, dass man in Bornholm nicht so viel gemerkt hat von dieser Sache, aber höchstwahrscheinlich war es ein Effekt, den man bemerkte in Kaliningrad. Da gilt es aber zu sagen, dass es war nicht designed als Vollblastangriff auf Kaliningrad, sondern es war designed als koverte Attacke. Das heißt, schaut mal, was wir machen. Und im Fall, wir haben auch Waffen, die man leicht hochskalieren kann. Man erinnert sich, thermonukleare Waffen, die können vom Bereich von einer Kilotonne bis zu 50 Megatonnen getuned werden. Das ist ein Faktor 50.000. Mhm. Und das ist natürlich ganz substanziell, oder? Das heißt, wenn man da ans obere Ende geht, dann wäre Kaliningrad oder die Küstenlinie, das wäre überflutet worden. Ganz abgesehen von induzierten seismischen Schäden. Also so viel zum Setup. Sie meinen also, wenn ich kurz rein darf, der Zweck. Also Sie haben das ja in Ihrer Arbeit sehr genau untersucht. Hier ist übrigens meine Katze, die mich besucht. Sie haben das genau angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass es mit Absicht so designt wurde,
um diesen Effekt zu erzeugen. Und jetzt haben wir aber nicht gehört, dass in Kaliningrad eine Flutwelle war, sondern aber das Argument, wenn ich es richtig verstehe, dass in Russland Leute verstehen, okay, das ist eine Warnung, nach dem Motto, wir können auch ganz anders. Ja, die Russen haben ja ein Torpedo entwickelt, mit dem sie einen Tsunami auslösen können, also mit einer großen thermonuklearen Sprengkopf. Das ist also, sag ich mal, diese Variante anzudrohen, das würde zum Beispiel für England gelten. England könnte man dann mit einer großen Welle überschwemmen. Ja. Das ist sozusagen Sie meinen eine Botschaft, ist eine also mit diesem Sprengsatz hat man einerseits die Pipeline gesprengt, zum zweiten aber hat man auch eine Botschaft nach Russland geschickt. Verbessern Sie mich oder erläutern Sie das? Ja, nein, das ist alles völlig richtig. Übrigens die Poseidon-Waffe der Russen, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, wäre 200 Megatonnen. Also das wäre dann 200.000 Mal mehr, circa, oder 100.000 Mal mehr als das jetzt. Mhm. Und das gibt so die richtige Perspektive auch von der unmäßigen Gewalt dieser Waffen und Gefahr. Dass jetzt, Sie haben gesagt, ja, man hätte nichts gemerkt, wie wir vielleicht später sehen, aber am Vortrag, wenn man sonst sehen kann, oder im Manuskript, es gibt Wolken, Aerosolwolken, die entstanden sind. Ja? Mhm. Und die kann man via Satellitendaten nachweisen. Und die sind direkt, hier links ist das Bild der Situation eine Stunde vor der Explosion. Und rechts sind die Aerosolwolken, braun ist intensiv, grün ist wenig. Die Aerosolwolke, erstens eine, die exakt weggeht vom Explosionsort, aber wirklich exakt, über 100 Kilometer. Und das kann man erklären mittels des Filmes, den man vorher gesehen hat. Die Aerosole werden kreiert bei dieser Explosion. Aber es gibt auch überraschenderweise eine beträchtliche Wolke, die noch größer ist als die beim Explosionsort über Kaliningrad. Und das ist eine Folge davon, dass diese Schockwelle auf die Küste prallt. Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern in der ganzen Meerestiefe 100 Meter, also 100 Meter vertikal. Und die Schockwelle prallt. Und das gibt dann natürlich, das generiert dann hohe Wellen, große Brandung, die dann entsprechend diese Aerosole freisetzt. Auch das ist ein Effekt, der nur über eine thermonukleare Explosion zu erklären wäre, richtig? Oder? Ganz klar. Ganz klar. Ja. Also das heißt, wir haben jetzt schon zwei Sachen, die, wenn man eine andere Ursache finden wollte dafür, hat man das Problem, dass es die nicht gibt. Ja? Also das heißt, zu der Frage der Genauigkeit Ihrer Untersuchung, das sind zwei Dinge, die und dementsprechend haben wir davon auch noch nie etwas gehört, ja, weil was wir gehört haben, sind 6 Taucher mit Hertiflossen und einer dressierten Robbe, die runtergegangen sind und die mit einem Einkaufsbeutel den Sprengstoff, den sie in der Küche mit einem Küchenmesser zerteilt haben, dann runtergetragen haben. Das sind die Geschichten, mit denen unser deutscher Geheimdienst versorgt, mit freundlicher Unterstützung der öffentlich-rechtlichen Sender, mit deren Experten, Investigationsexperten, Redaktionskollektiv, NDR, Süddeutsch und so weiter, die kommen dann mit solchen Geschichten um die Ecke. Ja? Das sind zwei, aber machen Sie einfach weiter. Also wir werden noch mehr hören. Jetzt, also der nächste Punkt ist dann die quantitative Analyse der Seismogramme. Das heißt, man wertet den Ausschlag, der eben weggelassen wurde bei den NOSA-Daten. Man wertet den wirklich aus nach den Regeln der Seismologie und daraus wird, aus allen Standards wird dann die Magnitude des seismischen Events berechnet. Man muss dann Instrumentenkorrekturen machen und so weiter. Ich habe da Standardsoftware der TU München gebraucht. Jetzt, da man erinnert sich, oder? Erster Eindruck war NOSA 2,1 Magnitude, dann schon 3,1 im Geofon-Register.
Und als ich dann alle Stationen, die man vorher auf der Karte gesehen hat, rund um die Baltische See herum ausgewertet hat, und zwar bis ans Nordkap hoch, das ist diese VADS-Station, die ist am Nordkap, fast bei Murmansk. Und wenn man diese Werte nimmt, das ist das rot eingerahmte, dann sieht man, dass die wenig streuen und alle, wenn man den Schnitt ausrechnet, dann erhält man 3,9. Interessanterweise auch die blauen Stationen, das sind die, die in den Pressemitteilungen beschrieben wurden. Und wenn man dort den Durchschnitt ermittelt, erhält man 3,1, exakt das, was in der Geofon-Datenbasis eingetragen ist. Und ich betone hier, das ist meine Analyse, die andere Analyse, weiß nicht, vielleicht die Schweden haben das dort eingetragen. Also, das heißt, wir sind jetzt unterdessen bei einer Magnitude von 3,9 um die Baltische See herum. Und wenn wir nach Grönland schauen, dann haben wir 4,5. Das ist nochmals deutlich höher. Ja? Und eigentlich sollte man seismische Events im Farfield auswerten, das heißt weit weg. Das ist natürlich etwas problematisch, wenn das ein schwächeres Event sind, weil dann die Signale weiter weg auch schwächer sind. Aber in Grönland und in Island haben wir das gesehen und das stimmt ungefähr überein. Und jetzt kann man diese Magnituden kann man in Bezug setzen zur Sprengsatzgröße. Ja? Und da gibt es etablierte Formeln, die sind alle empirisch. Das ist nicht irgendwie klassische Mechanik oder Quantenmechanik oder Elektrodynamik, das ist Empirie. Und das sieht man auf der linken Seite hier in der Grafik. Das sind Unterwasserdaten vom British Geological Service und andere Daten kompiliert. Dabei sind so optimierte, ganz spezielle Ereignisse sind weggelassen. Die gestrichelte Linie ist die lineare Regression. Der schattierte Bereich ist das 95% Konfidenzintervall. Und was man dort sieht, ist die rote horizontale Linie, die zeigt die Baltische See an, die Signale 3,9. Und man sieht, dass man daraus auf 0,2 Kilotonnen kommt. Und das ist aber eine absolute untere Schranke. Darunter ist es sicher nicht. Und wenn wir jetzt die Grönland-Ereignisse mit einschließen, dann müssen wir auf die ganz rechte Grafik eingehen. Ich will gleich gerade mal reingehen. 0,2 Kilotonnen, das sind dann 200.000 Kilogramm Sprengstoff. Also was wir gehört haben, war bis zu 200.000 Kilogramm Sprengstoff. Was wir in den Nachrichten gehört haben, waren 50 oder 250 Kilo. Nur damit man das doch mal in Erinnerung hat. Ja, vielen Dank. Ja. Also das ist ein Faktor 1000. Das ist ein Faktor 1000. Ja. Und jetzt vielleicht nochmals zu dieser Grafik. Dann ganz rechts sieht man im Vergleich mit nuklearen Events. Und die horizontale Linie ist jetzt Grönland. Oder? Und wenn man da hingeht, dann ist eine realistische Abschätzung um die 2 Kilotonnen plus minus. Wiederum diese Abschätzungen, das ist eine logarithmische Abhängigkeit von der Sprengmittelgröße. Deshalb kleine Änderungen in der Magnitude haben große Änderungen in der Sprengmittelgröße Abschätzung zur Folge, wie wir gesehen haben. Und deshalb ist es wichtig, verschiedene Faktoren einzubeziehen. Also diese Fernfarfield-Daten, die deuten auf 2 Kilotonnen hin. Jetzt Suwalki ist ein ganz exotischer Fall. Man sieht, wenn man das einfach naiv jetzt hier einzeichnen würde, dann wären wir über 50 Kilotonnen. Mhm. Aber das zeigt die Sprengkraft, die durch diesen Fokussiereffekt, durch diesen Unterwasser-Canyon zustande kam. Ja, also das ist so viel zur Beziehung zwischen Magnituden und Gehen wir vielleicht mal rein. Sie haben jetzt, ich weiß aus dem Vorgespräch, Sie haben mit diesen ersten Daten, von denen wir bereits festgestellt haben, sie sind nur durch eine nukleare Sprengung erklärbar.
sind Sie an Kollegen rangegangen und haben, vielleicht erzählen Sie uns das, wie die Reaktion war. Also das heißt, das heißt ja Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft, man kommt mit was, dann schickt man das an drei Leute, die sich auch auskennen, die dann ihre Expertise Daumen hoch, Daumen runter geben. Haben Sie das probiert? Mhm. Also haben Sie versucht, das, was Sie da gemacht haben, zu veröffentlichen? Haben Sie das an Kollegen geschickt? Ja. Also vielleicht kurz noch dazu zu fügen, jetzt zu diesen drei Kriterien, die wir bereits diskutiert haben, kommen nochmals drei Aspekte dazu. Das eine ist Unterwasserströmungen und das nächste sind dann die ist der Radioactive Fallout. Das ist dann das nächste. Und was ich noch nicht erwähnt habe, war die Temperatur. Die Bodentemperatur. Die Temperatur im Wasser. Die Bodentemperaturen, die sind überaus wichtig. Und dass man eben 5 Grad Temperaturanstieg beobachtet hat, in diesem Winter verglichen mit dem vorangehenden Winter bei der Wassertemperatur am Meeresboden. Das sieht man in dieser Grafik hier. Mhm. Also ganz rechts ist die Differenz, links sind die beiden Daten von den beiden aufeinanderfolgenden Jahren. Und zusammen mit dem Radioactive Fallout, der bleiben wir gleich mal da, weil 5 Grad ist eine unglaubliche Größe, wenn wir daran denken, über welche Änderungen wir beim Klimawandel reden. Von jährlich, es ist ja eine Durchschnittstemperatur, um die es hier geht. Das heißt, Sie haben verglichen ein Jahr vorher, wie sah das im September aus und wie sah das danach aus in dem Jahr, wo die Explosion war. Und diese 5 Grad sind eine gigantische Größe. Das ist keine kleine Größe, wenn man das interpretiert. Ja. Was man vielleicht auch noch anfügen sollte, ist, dass weit weg, also anderswo in der Baltischen See, gibt es keine solchen Temperaturdifferenzen. Im Gegenteil, die Tendenz ist eher, dass das letzte Jahr kühler war, dass die Wasserbodentemperatur kühler war als im Vorjahr. Also es ist ganz klar konzentriert auf dieses Becken, das man hier sieht, rechts auch wieder markiert durch diese rote Halbellipse mit diesem Fokussierpunkt dort. Mhm. Und das heißt, es ist ganz klar, diese Temperaturerhöhung ist ganz klar dort, wo man erwartet, dass die Sedimente vom Explosionsort weggespickt wurden mit der Schockwelle, wegkatapultiert wurden und dementsprechend aktivierte Elemente, vor allem seltene Erden, dann abgelagert wurden, die dann langsam zerfallen sind unter Abgabe von Wärme. Wobei Sie hatten erklärt, das war mir neu, aber ich führe das gerade an, dass Sie erklärt hatten, dass diese seltenen Erden dadurch, dass sie besonders viele Neutronen aufnehmen können, sozusagen diese Wärme erzeugen. Ja, das, aber vielleicht erklären Sie es, bevor ich hier rumstammel. Also vielleicht Vorsicht beim Begriff, viele Neutronen aufnehmen. Die nehmen ein Neutron auf, gehen in einen Isotopenzustand. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Neutron daherkommt, dass es von einer seltenen Erde eingefangen wird, der ist 10.000 Mal größer als bei anderen Elementen zum Beispiel. Also das ist riesig. Oder? Das heißt, seltene Erden sind wie ein riesen Schirm zum Einfangen von Neutronen. Und das bewirkt eben, dass die dann langsam zerfallen, im Falle von seltenen Erden ungefähr einen Monat Zerfallszeit. Und das deckt sich auch mit dem langsamen Abfall der Temperaturdifferenz im Laufe des Winters. Also ich denke, ohne jetzt Proben genommen zu haben, ich denke, dass diese seltenen Erden einen nicht unwesentlichen Teil an dieser Sache, an diesem Effekt, keine unwesentliche Rolle gespielt haben. Aber um genau zu wissen, welche Elemente dafür verantwortlich sind, müsste man detaillierte Proben nehmen, aber das hat niemand gemacht und ich hatte auch noch nicht die Möglichkeit, das zu tun. Aber das ist jetzt unterdessen natürlich der fünfte
der fünfte wesentliche Punkt. Der vierte wäre gewesen große Unterwasserströmungen. Das ist vielleicht etwas zu kompliziert jetzt. Aber es wurden am Tag nach der Explosion wurden Unterwasserströmungen in Gang gesetzt, exakt weg vom Explosionsort. Wie man in der Mitte links sieht, das geht exakt nach Süden. Und zwar wiederum über fast 100 Kilometer in der Tiefe von 50, 60, 70 Meter. Das ist der Explosionsort, war ungefähr um 70 Meter. Und gleichzeitig, wenn man Ost-West-Strömungen anschaut, dann sieht man ganz rechts unten, dass da eine Gegenströmung eingesetzt hat von Osten her, die salzarmes Wasser der östlichen Baltischen See zurückgesogen hat in dieses Bornholmbecken. Wenn man das zusammenfasst, dann hat man das untere Bild in der Mitte rechts, Mitte unten. Das heißt, in der Meeresströmung wurde so etwas wie ein Vortex in diesem Bornholmbecken in Gang gesetzt. Und wenn man die Animationen dann anschaut, dieser Meeresbodentemperaturen, dann sieht man diesen Effekt des Vortex sieht man in der Tat auch in der Temperaturverteilung. Also man sieht, dass die Temperaturverteilung auch im Laufe der Zeit eine solche Kreisbewegung aufweist. Und das heißt, dass eben in diesem Vortex wurden diese radioaktiven Isotope herumgewirbelt. Und dann nach längerer Zeit natürlich, die Zeitskala dieser Dinge ist viel länger, wurde dann wieder sedimentiert. Man muss sich vorstellen, die Explosion selbst, das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Und wenn wir diese Schockwelle anschauen, die vom Explosionsort zu Turku ging, im Abstand von 700 Kilometer, wenn wir das auswerten, dann hat sich das ausgebreitet mit einer Geschwindigkeit von 5 Kilometer pro Sekunde. Die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist 1,5 Kilometer pro Sekunde. Schallgeschwindigkeit in Luft wissen wir, 300 Meter pro Sekunde. Also 5 Kilometer pro Sekunde im Wasser, das ist nicht eine Schallwelle, sondern das ist die Geschwindigkeit einer seismischen Welle, normalerweise, ja? Dieser Primary Waves. Aber ganz klar, wie wir gesehen haben, das hat das Charakteristikum einer Schockwelle im Wasser. Und das ist genau, vielen Dank für diese Darstellung, oder? Das sieht man jetzt im rechten Bild. Im rechten Bild habe ich eingezeichnet den Pfad, die Laufrichtung vom Explosionsort nach Turku. Das ist eine gestrichelte Linie. Und man sieht, dass da diese beiden Inseln, Öland und Gotland, die blocken den freien Weg ab, Richtung Süden, aber auch Richtung Norden. Und wenn man zum Beispiel die Stationen, die dort auch eingezeichnet sind, in Öland anschaut, dann ist das Signal ist völlig verrauscht. Und das deutet darauf hin, dass eben diese Schockwelle wurde gestreut an den Inseln und kommt dann erst nach einiger Zeit an auf dieser Insel. Und das klare Signal in dieser Station bei Turku, RAF, das hat damit zu tun, dass es eben einen freien Laufweg gibt. Jetzt, und das Gleiche gilt eben auch für das hohe seismische Signal in Suwalki, denn wenn man sich an die Küste stellen würde, bei Suwalki, bei Kaliningrad, und wenn man sich das Wasser in der Baltischen See wegdenkt, dann hätte man eine Sichtverbindung gehabt, also hier unten wäre der Explosionsort gewesen, hier wäre Kaliningrad und da gibt es eine direkte Sichtverbindung. Und das heißt, dass die Schockwelle entlang dieser freien Verbindung sich frei bewegen kann. Und das erklärt die große Intensität des seismischen Signals in Suwalki. Und ja, vielleicht den letzten Punkt noch, den Radioactive Fallout, ist das okay? Ja, klar. Weil das ist das, was eigentlich das deutlichste Argument ist,
Aber natürlich muss man das auch identifizieren. Und überall muss man das auch in den Kontext stellen. Aber dazu muss man auch bemerken, dass die Radioactive Daten, die werden nur 6 Wochen lang zugänglich gemacht beim europäischen Datennetzwerk. Dann sind sie verschwunden. Und das heißt, es braucht ein bisschen Glück, oder, dass man entsprechende Daten aufstöbert. Und ich habe da Daten gefunden in Polen. Interessanterweise genau dort, wo diese hohe Aerosolkonzentration war, in Olsztyn und in Suwalki. Suwalki, das uns jetzt ja bekannt ist von diesen hohen seismischen Amplituden. Und man sieht dort auch, dass das wurde ungefähr 35 Stunden nachher, wurde das dort registriert. Und in Olsztyn um 4 bis 8 Uhr morgen und nachher von 8 bis 12 Uhr. Das sind je 4 Stunden und das hat mit der Passage einer Wolke zu tun. Und das ist mehr als 150 Kilometer sind die beiden Orte auseinander. Das ist also nicht irgendwie ein Event, das dort jetzt Gammastrahlen produziert hätte, sondern es ist ganz klar eine Wolke, die sich von Westen nach Osten bewegt hat. Jetzt in der Schweiz hat man dementsprechend Cäsium 137 registriert am 29. September, also später. Cäsium 137 ist einer der charakteristischen Marker für Radioactive Accidents. Er wurde zum Beispiel bei Tschernobyl, hat man das in Schweden 2 Tage später registriert. Und es ist das zweithöchste, also der Marker, der am zweitintensivsten auftritt. Das heißt, das ist sehr signifikant. Bei den Daten sind dort in der Schweiz Testdaten mit großer Ungenauigkeit eliminiert. Also die Daten sind hier jetzt rein aufgetragen. Und Sie sehen, dass wenn man ganz klein, sieht man rechts oben, dass das einem Maximum über viele Jahre hinweg entspricht, dieser Cäsium 137 Peak. Also in den letzten 4 Jahren war die Cäsium 137 Konzentration in Basel in der Schweiz nie so groß wie am 29. September. Also das ist ein weiteres ein weiterer Beweispunkt. Also wir sind jetzt unten bei 6 unabhängigen, respektive 7, wenn wir die beiden seismischen Events, Charakterisierungen, also unabhängige Charakterisierungen ansehen, 7 einzelne Beobachtungen, die man nicht durch die Standardhypothese, und nicht einfach nicht, sondern unmöglich durch die Standardhypothese erklären kann. Und die einzige Hypothese, die damit kommensurabel ist, ist der Gebrauch einer thermonuklearen Waffe. Was sagen denn jetzt, das wäre meine Frage, haben Sie das mit Kollegen besprochen, haben Sie versucht zu veröffentlichen, was sagen die denn dazu? Ja. Also natürlich, oder? Ich meine, wenn man etwas von dieser Tragweite macht, dann versucht man natürlich auch, sich mit Kollegen zu unterhalten. Eine der Herausforderungen ist, dass es so vielfältig ist, dass es nicht eine Person gibt, die jetzt wirklich alles beurteilen kann. Aber ich habe zuerst mit einer, der in Spektrographie bewandert ist, das heißt, für den sind diese Satellitendaten sind aussagekräftig und hat das alles angeschaut, fand das alles okay. Dann habe ich mit 2 Kollegen, die jetzt in der Ausrichtung politischen Interpretation vielleicht nicht gerade auf der gleichen Linie sind, da haben wir aber uns rein über die Physik unterhalten, wie man das auch unter Physikern eigentlich normalerweise macht. Und die haben Einwände, hatten Fragen. Ich habe jede einzelne Frage, jeden einzelnen Einwand habe ich beantwortet. Das hat auch zur Verbesserung des Manuskripts geführt. Und also es gibt im Moment keinen einzelnen wissenschaftlichen Einwand gegen diese Arbeit, gegen die Gesamtheit dieser Beobachtungen und deren Interpretation. Wirklich, es gibt
nichts. Wird es veröffentlicht werden? Also wird es eine Veröffentlichung geben? Ja, das ist jetzt eben die Frage. Ja, so gewisse Journals haben sich da eher skeptisch geäußert und haben gesagt, ja, das ist ja alles ganz plausibel, was wir bis jetzt gesagt haben mit diesen 250 Kilogramm. Ich weiß auch nicht, was sie, wahrscheinlich haben sie nichts im Detail angesehen. Ja. Aber also der Versuch ist schon, und wie man das halt macht, oder? Man versucht so von den Höher-Ranking-Journals dann vielleicht auch auf die anderen zuzugehen. Mhm. Es ist auch so, dass es ist einerseits, es gibt keinen wissenschaftlichen Einwand, und diese hochklassifizierten Journals, die wollen ja immer etwas, was von hoher gesellschaftlicher Relevanz ist, veröffentlichen. Das ist ja so, dass das steht in diesem unter den betreffenden vielleicht zu relevant. Sie haben das Problem nicht, dass es nicht relevant ist, sondern zu relevant ist. Richtig. Und das ist jetzt so ein bisschen Skylla und Charybdis. Das heißt, jetzt, ja, wo, wie das geht, das stellt sich jetzt hoffentlich heraus in nächster Zeit. Aber wie das so ist, ich meine, es gibt auch in der Physik, es gibt auch Papers, die waren Preprints, während 2 Jahren nirgends veröffentlicht, und der betreffende Mann, der wurde berühmt über seine Resultate und hat eine der besten Stellen auf der Welt bekommen. Es geht in diesem Sinn, der wissenschaftliche Ehrgeiz jetzt ist auch bei dieser Sache völlig im Hintergrund, ja. Weil es es geht wirklich, die Sache, um die es geht, ist sehr viel größer. Und es geht darum, eben die Information zu verbreiten, zugänglich zu machen und die Leute darauf aufmerksam zu machen, was für eine ganz große Gefahr solche thermonuklearen Waffen sind, und zwar in dieser Hinsicht, die ich vorher erwähnt habe, dass man eben die skalieren kann, und zwar von, wie gesagt, oder 200, von einer Kilotonne, 200 Megatonnen und wahrscheinlich auch mehr, oder? Das sind Faktor 10 hoch 6, das ist millionenfach, oder? Und jetzt, wenn man das kombiniert mit autonomous vehicles, oder? Unmanned underwater vehicles oder unmanned aerial vehicles, Drohnen, dann ist die Gefahr ist gar nicht mehr einzuschätzen. Ja? Weil schlussendlich ohnehin der Einsatz von Nuklearwaffen war eigentlich eine demokratische Antithese. Weil es ist eine Person, die den Einsatz befiehlt. Also da ist gar nichts mit Demokratie. Es ist eine Person, die entscheidet. Und jetzt, wenn man das verbindet mit Artificial Intelligence, sei das einerseits via die Kontrolle der Drohnen, die betreffende Waffe an den Einsatzort bringen. Ich habe darüber jetzt noch nicht gesprochen, aber diese Gefechtsköpfe, die können auf Drohnen, die per se von zwei, so heißt es, von zwei Sailors rumgetragen werden können. Also das ist, kann man alles machen, eventuell mit einem kleinen Kran. Also das braucht keinen Flugzeugträger. Also das heißt, die können an den Einsatzort selbstständig an den Einsatzort gelangen. Ja, aber jetzt, wie findet man den Einsatzort? Ist das, ist das Artificial Intelligence on Board? Gibt das jemand ein? Vorher? Wer macht diese Entscheidung? Wie? Wer entscheidet welche Größe? Also, das ist literally Pandora's Box. Ja? Und die einzige Lösung, die ich sehe jetzt, ist, dass man so schnell wie möglich hier eine Grenze zieht bezüglich diesen Waffen. Sonst sehe ich schwarz. Von Anfang an bei der Entwicklung von thermonuklearen Waffen, auch Oppenheimer, Fermi,
Rabi, also Fermi, Rabi, Nobelpreisträger, die haben darauf aufmerksam gemacht, dass der Einsatz nicht auf zivile Objekte beschränkt wird, sondern militärische Objekte beschränkt ist, sondern eben auch zivile Objekte umfassen wird und haben das als Genozidwaffe wörtlich charakterisiert. Mhm. Und deshalb haben sie abgeraten, das überhaupt zu entwickeln. Sie wussten, sie können es, aber die große Mehrheit der Physiker hat sich, und zwar auf allen Seiten, Osten, Westen, hat sich gegen die Entwicklung gesperrt. Mhm. Ja. Aber sie wurden von der Politik, vor allem Truman. Truman hat ja Oppenheimer als Crybaby verschrien. Weinerliches Baby, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und Oppenheimer hat man dann diskreditiert und für alle Mal eben auch eine Message gesandt an alle Physiker, die kritisch war. Man hat gesagt, wagt gar nicht mehr aufzumucken, denn sonst wisst ihr, was geschieht. Oder? Ihr habt das Damoklesschwert über euch hängen und wenn ihr euch nicht benehmt, oder, dann ist klar, was passiert. Das haben Sie auch über sich. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Ich möchte Sie gerne noch, also Sie zeigen hier ja einen Mut, der übrigens auch im Journalismus fehlt, aber da kommen wir danach noch dazu. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich mit bekannten Kollegen, eruiert habe, dass ein U-Boot-Jäger, eine P-8 Poseidon, also eine umgebaute 737, die als U-Boot-Jäger fungiert, also mit der man unter Wasser Raketen abschießen kann, unter Wasser Torpedos, Sonarbojen, weil ja Seymour Hersh sagte, dass das Signal der Explosion nach seiner Quelle über so eine Boje gegeben wurde. Aber kommen wir darauf nochmal zurück später. Also ja. eine P-8 Poseidon ist über genau diesen Einsatzort zu einem der Zeitpunkte der Explosion geflogen. Und das deutet eindeutig, also die wirklich über die Position, das deutet auf ein Vorherwissen auf dieser Seite hin. Und diese P-8 Poseidon, vielleicht kann jemand mithelfen an der Stelle. Ich habe die auf einem Flight Tracker eben gefunden und da ist nicht klar, woher sie kommt und von welcher Luftwaffe sie ist. Sie wird geflogen von den Briten, von den Amerikanern, von Keflavik, könnte sein. Die Norweger haben sie auch gekauft jetzt. Zu dem Zeitpunkt waren die Norweger gerade dabei, eingewiesen zu werden auf die Maschine. Innen drin ist das ja ein Laboratorium, elektronisches sozusagen. Und dass die Besatzung war halb amerikanisch, halb norwegisch. Das wäre super gut geeignet, um eine geheime Operation da drin zu verstecken, weil das noch nicht unter der rigiden militärischen Führung läuft, sondern da ist noch alles Mögliche möglich. Sie kam auf jeden Fall von Nordnorwegen runter, diese Maschine, aber wo sie gestartet ist, weiß ich nicht. Sie hat eine wahnwitzige Reichweite, ist dann über Polen aufgetankt worden. Und dann über den Explosionsort geflogen, wo sie zum richtigen Moment da gewesen ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was nachverfolgt werden muss. Und das wäre auch, Sie haben sich dazu geäußert, wenn man sieht, dass Kaliningrad also Königsberg, als Ziel gesucht wurde, widerspricht das ja der These, die wir am Anfang gehört haben. Man erinnere sich, also unsere glorreichen Medien, das ist einer der Gründe, da gibt es eine Explosion und dann, was kommt raus? Es war Putin, die Russen haben ihre eigene Pipeline gesprengt. Und das wird dann so lange ventiliert, bis Seymour Hersh quasi mit einem Artikel Einspruch nimmt. Und jetzt, das wird mich auch nochmal interessieren. Was sagen Sie denn, was sagen Sie zu dieser These? Wer könnte das gewesen sein? Also wer hat denn überhaupt solche Bomben? Das ist richtig eben. Also was herumgereicht wurde, war Russland. Russland schließe ich aus, und zwar auch aus ökonomischen Gründen, das haben wir hier jetzt noch nicht besprochen. Der Rubel hat erst an Wert verloren, signifikant. Nicht aufgrund der Sanktionen, sondern nach der Sprengung der Nord Stream Pipeline. Also das ist noch eine ökonomische Dimension dazu. Dazu kommen eben der radioaktive Fallout in dieser Region, der enorme seismische Response. Es gibt null Sinn, wirklich null Sinn. Jetzt Ukraine, das wurde auch diskutiert. Ukraine hat keine Nuklearwaffen. Ob sie in irgendeiner logistischen Art beteiligt sind, kann ich nicht sagen, aber das ist auch nicht relevant. Und da bleiben die USA übrig, weil sie hatten die Waffen.
sie hatten die Trägersysteme und sie hatten das Know-how der Topographie des Meeresbodens. Das haben wir noch nicht erwähnt. In der NATO-Übung Baltops 22 wurde sowohl die Drohnen-Interoperabilität wurde beübt mit fast allen NATO-Staaten und ich glaube auch ein paar zugewandte Orte. Und dazu wurden zwei in der Nähe von Bornholm und dazu wurde über 200 Stunden von detailliertem Meeresboden topografischem Material gesammelt. Und jetzt, wenn wir diese delikate Platzierung des Sprengsatzes anschauen, dann ist es absolut klar, dass die herkömmliche Auflösung dieser auch Satellitendaten, das ist, glaube ich, im Moment 0,500 Meter, aber 500 Meter Auflösung, das genügt nicht, um allfällige, schwere Felsbrocken oder was auch immer, gesunkene Schiffe, zu identifizieren, die allenfalls eben hier eine schlechte Wirkung entfalten würden. Und da ist wirklich, auch da ist der Verdacht überwältigend, wenn man das mit berücksichtigt. Ja. Jetzt noch zu dieser Wie ist denn mit den Briten, wenn ich Sie fragen darf? Die Briten haben ja auch Atomwaffen und haben eine gut funktionierende Marine. Wie sieht das mit denen aus? Ja, also die Baltops Exercise war unter der Führung US Sixth Fleet. Mhm. Ja. Und auch in diesem Gebiet, muss man auch noch dazu sagen, ne? Das heißt, Also Baltops 22 war unter der Führung von, und Biden hat ja gesagt, mit Scholz neben sich, yes, we are able to do it. Ja. Mhm. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe zuerst im Manuskript habe ich auch noch die Briten als Möglichkeit einberäumt, aber nachher kam dann der Artikel von Simon Hirsch und er hat ja mehr oder weniger eben Simon Hirschs Artikel erschien ja, nachdem ich das Manuskript an einen Kollegen am MIT geschickt habe. Ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt. Ja. Nein. Das war, also ich habe zuerst den Kollegen, zwei Fachkollegen das geschickt, dann habe ich es einem Experten, der mit der US Navy, der Scientific Advisor war für die US Navy, der am MIT arbeitet, habe ich das geschickt. Da kam sofort Antwort und er hat gesagt, ja, er sei in Kontakt mit jemandem, der einen Artikel über Nord Stream veröffentlichen würde, im Horizont 2 Wochen. Und es könne gut sein, dass dann meine Findings eben wieder relevant würden. Hat dann noch einige Einwände gebracht, die aber längst widerlegt sind. Und in der Tat war das dann der Artikel von Simon Hirsch. Das heißt, es könnte sein, dass meine Analyse in einem gewissen Sinne auch Simon Hirsch beeinflusst hat. Zumindest das einzuberäumen, dass die USA verantwortlich waren, aber gleichzeitig auch total umfangreich verschleiert hat, wie und was da genau gemacht wurde. Ja, weil eben, wie Sie vorher gesagt haben, das sind Märchen, eben so Taucher und dressierte Seehunde und so weiter. Ja, das ist alles einigermaßen absurd, wenn man die Realitäten kennt. Jetzt würde ich aus meiner Erkenntnis, also sozusagen mit meinen Dokus über Geheimdienstoperationen, kann ich sagen, dass das ist sehr wirksam. Die Tatsache, wenn man das mit Thermonuklearen, also eine Sprengung auslösen würde, hat man eine selbstversiegelnde Nachricht. Die Leute, die damit zu tun haben, werden alle davor zurückschrecken, sich damit zu beschäftigen. Wir sehen es selbst bei unseren Medien, die vollkommen, also die Politik, jetzt kommen wir dazu, auf der einen Seite sehen wir, dass zum Beispiel Anfragen im Bundestag waren von zwei Abgeordneten der Linken, Frau Nastitsch und Frau Wagenknecht, die gefragt haben, was wissen wir denn eigentlich? Und die Antwort ist, da können wir nicht drauf antworten. Das ist, betrifft auch die Geheimdienstinteressen von anderen Staaten und die Bundestagsabgeordneten
können nicht informiert werden. Das ist abenteuerlich bereits. Also das heißt, es gibt Dinge, die oberhalb der Kontrollfunktion der Parlamente funktionieren. Wir haben die Schweden, die untersuchen, die geben keine Erkenntnis weiter. Die Schweden müssen das genau wissen. Die waren an dem Ort. Die müssten ja, es müsste ja auch einen Krater geben in entsprechender Größe und auch andere. Die müssten es eigentlich wissen. Die wollen gerade in die NATO rein mit großer Macht und haben ja auch ihre Verfassung geändert. Das seit Herbst letzten Jahres ist in der Verfassung, dass wenn man Dinge veröffentlicht, die die Beziehung Schwedens zur UN oder zur NATO beschädigen könnten, kommt man in Schwierigkeiten jetzt. Das muss man also auch noch dazu. Und dann haben wir Simo Hirsch, der gesagt hat, seine Quelle sind Leute aus dem Geheimdienst, die entsetzt sind über die amerikanische Regierung. Wenn das stimmt, ist das ein Grund, entsetzt zu sein und wäre auch ein Grund, das durchzustechen, weil wir uns hier wirklich in einem gefährlichen Abhang mit Seife eingeschmiert bewegen, der in Richtung Nuklearkrieg zielt. Das wäre also ein zureichendes Motiv für jemanden, der verantwortlich handelt. Also anders als unsere Politiker, anders als unsere Medien, der verantwortlich handelt und sagt, das führt zu weit, dann wäre das eine Möglichkeit, den Stock in die Speiche reinzuschieben. Auch das würde also passen. Also das heißt, ich sage das deswegen, zu ihren naturwissenschaftlichen Argumenten wären diese pragmatische, wie man so etwas handelt, das heißt, man versucht es geheim zu halten, und diese Reaktion, all das würde auch passen. Ja, es gibt kein Argument aus dieser Richtung, was dagegen spräche. Also ich habe diesbezüglich auch noch etwas zu sagen. Ja, schnell. Ja. Also ich habe auch einen Rüffel gekriegt von einer Uni, Schweizer Uni, ich möchte das jetzt nicht da offenbreit, ganz ausbreiten, der ich affiliiert war, einfach temporär, das war nicht eine größere Sache. Aber die haben mich aufgefordert, nachdem sie das Manuskript, ein wissenschaftliches Manuskript, erhalten waren oder von der Existenz erfahren haben, haben sie gesagt, ich solle ganz klar kennzeichnen, dass das nichts mit der Meinung der Universität zu tun hätte und dass das meine persönliche Meinung wäre. Und das ist aus einem Grund bemerkenswert, weil eine Universität soll der Ort der Meinungsfreiheit sein, also wenn nicht dort, dann wo. Und Forschungsfreiheit, oder? Das ist auch bei uns in der Verfassung so festgehalten. Und das ist schon erstaunlich. Und ich habe da jetzt im Kleinen einfach dort, ich hatte zu jedem Zeitpunkt, war ich nicht mehr affiliiert, das heißt, es konnte mich beeinflussen, aber wenn ich jetzt noch tatsächlich dort angestellt gewesen wäre, wäre ganz klar gewesen, wie es losgegangen wäre, oder? Disziplinarverfahren, oder? Und so weiter und so fort. Also das ist nicht nur in Schweden so, oder? Das ist in der Schweiz so und vielleicht in Deutschland auch nicht anders. Also wir sind wirklich in einem sehr beunruhigenden Umfeld. Ja. Und in meinem Fall jetzt, ich habe die, das kann man sagen, oder? Ich wurde in eine solche Situation hineinmanövriert, wo ich Freiheit habe, aber gleichzeitig auch diese Arbeit, oder möchte ich noch anmerken, ist von keiner Funding Agency, von keiner Universität, von niemandem. Das ist aus meiner eigenen Tasche finanziert. Also wirklich, hat niemand auch nur einen Atem beigetragen. Haben denn die Russen reagiert? Haben Sie die Russen angesprochen? Haben die reagiert? Vielleicht erzählen Sie mal, Sie haben es ja wirklich versucht zu streuen. Auch Jeffrey Sachs hat das bekommen. Wir warten auf die Reaktion von Simo Hirsch, der dazu was sagen sollte. Ich werde ihn anschreiben, aber auch also einfach öffentlich. Wie ist das mit den, warum haben wir noch nichts davon gehört? Also das heißt, wenn diese Sache so stimmt, was Sie sagen, Sie haben sehr gute Argumente, ist die Frage, warum ist das außerhalb der Öffentlichkeit? Also ich aus den besagten Gründen versuchte ich, entlang den designierten Wegen zu gehen. Also zuerst, einige Journalisten im letzten Dezember, dann Schweizer Regierung, Schweizer gewisse Kommissionen oder relevante des Schweizer Parlaments im Januar, dann eben Berufskollegen. Ja. Und aber auf der politischen Seite
War dann der nächste Schritt, war die Untersuchung des UN-Sicherheitsrates. Und da hat Jeffrey Sachs ja die Einführung gegeben und dann habe ich ihm das Dokument geschickt und er hat gesagt, oh wow, oder? Verrückt. Ob ich denn Kollegen hätte, die das auch öffentlich unterstützen würden. Und da ja, sind wir jetzt über. Eben. Mhm. in diesem gotischen Knoten drin. Und dann, dann habe ich diese öffentliche Antwort an Jeffrey Sachs, was kann ich machen? Ich schicke es, die Antwort habe ich als öffentliche, als Open Letter, obwohl ja, es war der versteckte Open Letter, habe ich geschickt an erstens die Regierungen von Schweden, Finnland vor dem NATO-Beitritt Finnlands, NATO-Generalsekretär, drei Physik-Nobelpreisträger, chinesische, russische Botschaft in der Schweiz. Ja, das war es ungefähr. Mhm. Und einfach schweigen. Ja, schweigen. Und dann habe ich versucht, mit dem schwedischen Staatsanwalt, der das untersucht, oder Strafverfolger, Kontakt aufzunehmen, habe angerufen, die haben mir eine E-Mail-Adresse gegeben, die aber sich als untauglich herausgestellt hat. Also, also Abwehr, oder? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist jetzt, oder? Dann habe ich noch einige neue Einsichten gewonnen und dann schickte ich die Sache wieder, Kopie an die Nobelpreisträger, an NATO, und an Den Haag. Mhm. Und dann nachher, zuvor noch an den russischen Vizeaußenminister, der im UNO-Sicherheitsrat ist, weil im April war der Vorsitz des Sicherheitsrates unter Russland, im Mai dann Schweiz, aber da hatte ich wenig Hoffnung, weil, naja, es war die Regierung, die da bei der Uni interveniert hat. Oder? Das war interessant. Also, das heißt, es war im April war es, wussten die Russen davon, ja, und ich hatte dann nachher, kurz danach, schickte ich dann direkt Kreml und direkt Weißes Haus. Ja, also das ist, wir sehen, also das heißt die Argumentation, das ist jetzt hiermit raus in der Öffentlichkeit. Wir werden auch die Links, Sie haben den Vortrag auf Englisch gehalten, also entlang Ihrer, für Wissenschaftler ist das interessanter als dieses Interview noch, kann man sich das genau verfolgen. Wir werden das veröffentlichen und hoffen, dass es eine entsprechende Reaktion gibt, weil das muss geklärt werden. Also Ihre Behauptung ist gut fundiert und wenn sie stimmt, dann stehen wir davor, dass wir es mit in einem Militärbündnis stehen, mit einer Regierung, mit einer deutschen Regierung. Ich erinnere dann, dass Bundeskanzler Scholz in Washington daneben stand, als Biden ankündigte, wie ein Schuljunge, ja, ankündigte, dass die USA in der Lage sein werden, die Pipeline zu zerstören. Sie haben es angekündigt, war nicht der Einzige. Es gab mehrere Leute, die das gesagt haben. Frau Newland hat gesagt, dass es einen großen Haufen Metall jetzt am Boden gibt und sie sich darüber freut. Es müsste, die deutsche Marine ist hingefahren, mit, ich weiß nicht, Tauchern von was, und haben dann gesagt, sie hatten leider die falsche Ausrüstung und haben am Ort bemerkt, dass sie nicht runtertauchen können. Was so absurd doof ist, dass ich das nur als sozusagen Signal bezeichnen kann. So blöd, sich selber darzustellen, das ist interessant. Wir haben es mit Verhaltensweisen zu tun, die man nicht als verantwortlich bezeichnen kann, sondern hier sind Leute dabei, Wabank zu spielen. Das ist hochgradig gefährlich. Und die Konsequenzen werden aber nicht nur diese Leute tragen, sondern wir alle, wenn das schief geht. Und deswegen ist das immens wichtig und auch ein Versagen auf der Seite der öffentlich-rechtlichen Kollegen, der normalen Medien, sich damit gar nicht zu beschäftigen. Deswegen bitte ich die Zuschauer darum, dieses hier zu teilen mit ihren Bekannten, dass es bekannt wird. Wir werden es natürlich auch
bei Free 21, also der Zeitschrift, für die ich Chefredakteur bin, veröffentlichen auf der Webseite. Und das sollte sozusagen alles freigegeben. Also von mir aus gibt es keine Limitierung. Es geht darum, dass diese Sache bekannt und diskutiert wird, um zu zeigen, in welchen Verhältnissen wir mittlerweile angekommen sind. Das ist unglaublich. Ich überlasse jetzt Ihnen aber nochmal das Schlusswort, wenn Sie dazu was sagen sollen. Ich bedanke mich aber jetzt schon dafür, dass Sie bereit sind. Das ist großer Mut. Das ist nicht üblich. Wir wissen, wie das mittlerweile zugeht, auch in der Wissenschaft, die ein eigenes System sein sollte, in dem es ganz nüchtern nur darum geht, ob man etwas nachweisen kann. Es ist vollkommen Plutonium verseucht mit politischen Einflüssen und Stellungnahmen, mit Kampagnen gegen Personen. Aber Sie sind nochmal dran, Herr Hans-Benjamin Braun, Professor. Ja, vielen Dank. Also vielen Dank für das sehr aufmerksame Interview. Das war ein Genuss, wirklich, also ganz, ganz toll. Erstens möchte ich sagen, dass ich einerseits als Mitglied der Gesellschaft bin, Vater, Großvater, und es ist mir einige Male spät nachts kalt den Rücken heruntergelaufen. Sie können sich vorstellen, ich hatte nicht irgendetwas im Kopf und wollte das dann irgendwie bestätigt haben, sondern es war wirklich wie Pandoras Büchse. Man macht es auf und um Gottes Willen, das darf ja nicht wahr sein. Das und wie und ist ja verrückt und ja, wie war das dann? Und das war eine ganze Kette von persönlichen Enthüllungen. Und dann ein bisschen weiter, ich bin ein Mitglied des Professional Bodies, der Physiker, die das Ganze begonnen haben. Ja, ohne Physiker gäbe es keine Nuklearwaffen. Wir wissen, dass die Kontrolle wurde den Physikern entzogen, weil die Physiker eigentlich politisch nicht besonders bewandert sind. Die sitzen am liebsten am Schreibtisch und rechnen was. Ich manchmal auch, oder? Aber es gibt dann eine Größenordnung, wo man einfach sagen muss, so, oder? Also, da kann ich jetzt einen Beitrag machen und ob ich jetzt noch irgendein Papier mehr oder weniger hat, auch wenn mir das sehr interessiert, oder? Die Physik. Aber das ist ein Call. Ne? Mhm. Und mit meinem Hintergrund, der vielleicht auch ein bisschen unkonventionell ist, Mathematik, Physik, Erdwissenschaften, das ist nicht so eine übliche Kombination. Es gibt mir die Gelegenheit, eben die ganze Tragweite quer durch zu analysieren und in der Verwandtschaft auch bekannte Historiker. Es gab mir einen Hintergrund, darauf zu sehen. Aber dann vielleicht die allerwichtigste Botschaft ist, das wurde vorher schon erwähnt, das ist, wir sind wirklich, es ist, wie auch das Bulletin for Atomic Scientists gesagt hat, ich weiß nicht, ob es 5:12 oder 1:12 ist. 30 aber Sekunden es vor 12. Oder? Ja. Immer fragt sich wieder, wie weit man die Zeit zurückrechnet. Aber das heißt, so darf es nicht weitergehen. Es ist absolut, wir sind, und da müssen wir nicht über Covid und nicht über Equal Rights und nicht über Climate Change reden, weil das kann jetzt oder morgen passieren. Mhm. Und es ist absolut fatal. Und nur, wenn wir jetzt in Verbindung gerade Nuklearwaffen und künstliche Intelligenz, das ist eine Kombination von zwei Dingen, die, wenn sie falsch verwendet wird, dann ist fertig, Schluss. Oder? Das ist der Ende der Menschheit. Fertig. Mhm. Das heißt, wir müssen die Verantwortung wahrnehmen, und zwar alle, die kompetent sind und offen sind, und die müssen sich einsetzen, dass es nicht so weit kommt. Und das ist nicht jetzt irgendein elitäres, abgehobenes Zeug, sondern das ist im Interesse von allen, von Kindern bis älteren Leuten, der ganzen Bevölkerung. Vielen Dank, Professor Hans-Joachim Braun. Und damit, die Aufgabe ist jetzt da draußen, ja, an alle aufgegeben. Okay, tschüss. Ja, vielen Dank. Nochmals ganz herzlichen Dank. Schönen Interview. Ja, danke.